So. Machen wir jetzt Cortex zum dritten Mal fertig und hoffen, dass jetzt das 100% Ende getriggert wird, aber ich meine mal, wir haben 100%, dann sollte auch 100% jetzt mal kommen. Nur die rechtzeitig wegzuspringen ist immer so eine Sache. Seht ihr? Ich bin zu früh, weil, ja, es ist irgendwie nicht so ganz ersichtlich, wann man da jetzt wegspringen kann. Aber gut, machen wir das mal. Ich wollte schon sagen, wir müssen die 20 Minuten ja voll kriegen, aber die kriegen wir voll. Warum auch immer er den gelben Edelstein, den blauen Edelstein hier nicht hat, aber gut. Wäre mir so lieber, als dass er 4 Treffer hat. Oh, ich hab mich erschrocken, ja, okay. Okay. Also nicht ganz, wenn das Gelb verschwindet, aber kurz danach, wenn das Gelb verschwunden ist. Ja, genau so. So muss ich das machen. Wie viel Leben habe ich eigentlich? 52 Leben, das ist eine ausreichende Menge an Leben. Letzter Treffer. Weil ich bin noch weggerutscht. Ich mag diesen Boss nicht. Der ist mir Endprobi da lieber irgendwie schon. Weil da ist halt einem wenigstens klar, wann man springen muss und wann nicht. Mann. Dann will ich natürlich auch nicht bei seiner letzten Angriffsphase sterben. Das wäre dann auch ein bisschen, ja, unanständig, unangenehm. Geht doch. Du Idiot, was hast du getan? Meine Stabilisierungskristalle sind zerstört. Wenn die Schrumpfmaschine nicht gedrosselt wird, kann Ungeahntes passieren. Was hast du uns angetan? Das wirst du bösen, kleines Bandicoot. Hier. Ein Monster gemischt aus Cortex, Engine, Tiny und Dingodil. Dingodil. Genau, und jetzt ist es einfach. Das ist ein cooles Fluchtle. Ein cooles Luchtlevel. Und ich kenne das Level noch so gut, weil ich es gerade gestern noch bei jemandem gesehen habe. Weil ich halt gucken wollte, wann man das freispaltet. Und da habe ich es auch nochmal gesehen, okay, man braucht 100%. Und er hat dann auch gesagt, dass man keine Platin-Relikte braucht. Da dachte ich, okay, vielleicht brauchen wir auch keine Gold. Braucht man dann doch, um die 100% dazu bekommen.
Ja, ist das ein fieser Sprung. Noch zum Ende hin. Oh, ich muss ja keine Zeit. Ich muss ja keine Zeit brechen. Ich kann zwar jetzt auch nochmal über den drüber springen, aber dann komme ich halt nicht zurück. Okay. Oh oh. Oh, doch ein Edelstein. Gut gemacht. Okay, das ist der gleiche Text, den wir schon mal hatten. Mit 21 Kristallen können wir die Erde wieder schrumpfen und gleichzeitig wird halt jetzt wegen des 100% Endes noch die Raumstation zerstört. Das Ende. So, das war's. Ist dann doch ein sehr kurzes Finale geworden. Aber dann ist das so. Dann ist das so. Genau, wie fand ich das Spiel? Anstrengend, anstrengend. Ich glaube, es liegt aber halt auch viel daran, dass es halt Crash Bandicoot 2 schon vorher kannte und halt auch vorher schon viel gespielt habe, was ja für XS nicht der Fall ist. Und ja. Einfach so sagen. Aber nochmal, wie das Spiel messen sich Spiel nicht. Crash Bandicoot 2 Entwarnt, sehr gerne, das ist ein schönes Spiel, aber das hier nicht so. Was ja noch ein ganz cooles Spiel ist, ist Crash Bandicoot Fusion, quasi der dritte Teil, mehr oder weniger. Was halt auch in quasi so ein Spyro Crossover ist. Da gibt es halt auch Spyro Fusion und Crash Fusion, die beiden Spiele gehören halt zusammen, mehr oder weniger. Da gibt es auch noch eine schöne Story. Vielleicht bringe ich das noch, vielleicht auch nicht. Was ich auf jeden Fall noch vorhabe, ist halt, wie ich ja schon mal gesagt habe, einige Rayman-Spiele. Die möchte ich bringen. Und ansonsten, ja, gibt es ja noch die zwei Minecraft-Karten, will ich ja noch spielen von mir. Ah, das Artefakt der Dunkelheit ist ja jetzt bereits fertig, aufgenommen und hochgeladen. Fehlen dann jetzt noch der Teil in der Zukunft und der Teil in der Vergangenheit. Kommt beides noch. Ansonsten, sobald ich Lust und Motivation habe. Fange ich mit Rayman an. Ich überlege gerade, Mittwoch müsste die Folge jetzt kommen. Eigentlich sollte ich dann in der Zwischenzeit schon mal Lust gehabt haben, ein Foto zu schießen. Auf jeden Fall habe ich am Dienstag, habe ich ja schon gesagt, einen Friseurtermin. Ich freue mich drauf, weil wie gesagt, Haare sind schon sehr, sehr lang. Ich weiß, letztes Mal Friseur Februar. Kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bei Carrier's Visions, hat eine schöne Arbeit gemacht. Haben sie dann später mit der Crash Bandicoot Insane Trilogy ja auch soweit. Ja, ne? Mackey, ne? Was sagst du? Schönes Spiel, ne? Und jetzt müssten. Als das ging. Hier, jetzt haben wir auch 101%, weil wir noch einen Edelstein zusätzlich haben. Speichern wir direkt ab. Und damit war's das mit dem Projekt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüssi!